Stieg ist in meinen Augen auch so ein MVP wegen Paluten. Das war so Wie süß ist und es herzerwärmend. einfach geschafft zu haben? Was meinst du? Herzlichen Glückwunsch. Wir sind froh, dass es dich gibt. Wir haben dich lieb, Kevin Pepel. Danke, Mann. Danke, Mann. Ja, ey, Bro. Oh, hat Stegi auch sich um Kota K gekümmert? Shit, Cloud, danke, Bruder. What the Papa fuck? P auf die 1. Stegi guckt gerade alle Clips, wo Kota K das so durchlesen musste. Digga, was? Oh, krass, nein, schon mal geguckt. Und ich habe, als ich dann Ganz klar, Alter gesagt hat, so, Chat ey, hat ob ich mich Bock habe, durch was eine zu machen, schwere ich habe Zeit mich so dieses Jahr gefreut. begleitet. Ich habe mich Danke und so dumm Küsschen an und euch dämlich alle. gefreut, Alter. Ich Helfen fand's euch. so geil, Mann. Darius, danke für die 3er Sub-Bomb. Downfall, 5er Sub-Bomb. Zeig mal Dankeschön. die ganzen Moment hier, Dinger, ganzen den Takes WhatsApp-Chat kann ich auch noch von zeigen, Kontra oder? K. Ja, klar, der natürlich. Digga, es ist irgendwie, Kannst das du meinen passt halt noch Deutschen so, grüßen? oder? Kann ich schon noch zeigen, ja klar. Achtung. Zeig mal die ganzen Takes, warte ganz kurz, Kevin. Wo Warte ganz lade kurz. ich den Schrott Nach jetzt den hoch? Takes, das war die Nachricht. Digga. Grüß mal bitte den Unterstützer. Digga. Warte, ich zeig dir die Takes. Warte. Das hier. Ey, aber man muss einfach sagen, Bro, Kann ich er dir hat safe zeigen? mitbekommen, dass ich getrashtalkt habe über seine Musik und so. So, statt High Class Ultra korrekt, dass er macht. Kreditkarten, Digga, ich will Real Ihnen noch Talk, nicht kann man allein nichts nichts sagen. Ey, Kevin, ihr Alle habt so Weihnachten sind im abgerissen. wunderschönen Loch. Und ich darf euch verkünden, wer der Gewinner ist. Der Gewinner ist der Domus dieses Jahr. Das R-Place Event. Viel Erfolg. Feierst du die Serie? Geht weiter. Digga, er wusste, weil das war das Live-Voting. Er hatte den auf der Er musste alle sechs Dinger sagen, weil ich wusste, Der welches Gewinner der gewinnt. diesjährigen Domus ist Digga, so geil. die Schatzsuche von Joko und Klaas. Und ich brauche unbedingt richtige Karteikarten. Hey, herzlichen Glückwunsch. Frohe Weihnachten und Digga, meine Tante schönen ist so ein huge Fan, ne? What the fuck? Dieser Als er Flex mir mal mit den irgendwann ganzen geschrieben hat, war sie so, Schallplatten. ey, du musst ihm unbedingt direkt antworten und so, Bro. No, Mann, ey. Hochqualifizierte Blöcke, ey, ich sag's euch. Das ist mehr wert als 10 Assistenten. Der Gewinner der diesjährigen So Domo krass. ist Edeltour 2. Ja, Mann. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Mann. Hast du meine Ja. Aufnahme Ja, besser Mann. gemacht? Der Einfach Gewinner endlich der dann bei diesjährigen mir, Kevin Domos, P. ist mein Schnäpplock. Und Edeltour 2. Edeltour 2. Edeltours ist dann dieses Reiseformat, was wir dann noch aufmachen. Mann, ich stelle mir das so krass vor, dass er sich wirklich da hinstellt und sich so denkt, okay, jetzt nehme ich das, die Sachen für die Domos auf. Ich weiß noch nicht genau, was die Domos sind, aber ich mache einfach. Ja, Ja, na sehr klar. geil. Ja, Warum ja. nicht? Sehr, sehr Ja, na geil. klar mache ich das. Sehr, sehr Der Gewinner geil. der diesjährigen Domos, und mein Blog ist jetzt weg, ist der Edel Talk Podcast. Happy Birthday, wollte ich gerade sagen. Frohes Fest und Yippie-Yay-Yo. Yippie-Yay-Yo. Und mit zwei haben wir noch. Und dann haben wir. Und ich darf den Gewinner der diesjährigen Domos verkünden. Seven vs. Wild. Digga, hier war der Wolf so hinten. geil, Wild war's. Dass er auf dem das Wildchen sechsmal einsprechen musste, Digga. Wie geil. Ach, ist das von der neuen Show wahrscheinlich oder so? Oh mein Gott. Wild war's. Wild war's. Last but not least. Oder kommt das jetzt erst? Oh mein Last but not least. Wild Kommen wir endlich zum Finale. Mein Last but Schlauerblock not sagt, least. Der Gewinner der diesjährigen Domus ist Make-A-Wish, das Format. Also, ey, Das ihr habt großartige Sachen Format! gemacht, macht weiter damit. Als wäre das so eine Show, Bro. Jetzt habt ihr schon was gesehen hier von der Tour. Egal, macht weiter damit. Bleibt, wie ihr seid. Macht weiter damit. Macht weiter damit. Make-A-Wish, das Format. Macht weiter damit. Das Format, Bro. Ich hab Make-A-Wish, das Format, Bro. Digga, okay. Sorry. Yes, Bro. Okay. Oh mein Gott. Da schaue ich mal vorbei. Okay. Oh, funny, Mann. Holy shit. Holy shit. Oh, Digga, was ein Abend, wa? Männer? Yo! Moin! Ey, ich habe einen spontanen Überfall. Also Yo! erst wird es in Kontra K übelst geil. What the fuck, Digga. Make-A-Wish, das Format. Digga, mein Favorite war Yippie-Yay-Yo, Digga. Schweinebacke. Alter, Bro, es ist so geil. Das ist eigentlich noch viel lustiger, als dass er dabei ist. Dass er der Einzige war, der so sechs Takes aufnehmen musste. Er war der Einzige von 10 Leuten, die da drin waren, der so ein Live-Voting hatte, wo man nicht wusste, welches davon genutzt wird.
Und der das ja auch nicht versteht, weißt du, dem muss man das ja erstmal erklären, was genau das jetzt bedeutet, warum er jetzt mehrere Gewinner küren muss, obwohl die ja gar nicht gewinnen wahrscheinlich. Er wusste die Sachen nicht, er wusste die Show nicht, Bro. So geil, so fucking geil. Ey, Bro, ich wollte fragen, also kleiner Überfall, yo, ob du Lust hast, DayZ mit mir zu zocken. Ich weiß nicht, ob du schon mal gespielt hast. Jetzt dann direkt? Ja. Ja, okay. Geil, ihr habt abgerissen. Ihr habt so abgerissen. Ja, Alter, Bro, ich hab das... Das ist wieder so eine, also ich hab da ja, also ich weiß nicht, das checkt man glaube ich gar nicht, ich hab da gar nichts gemacht, ne? Ich weiß, ja, ich hab's mitbekommen. Du, also ich hab wirklich nichts gemacht dafür. Ich hab nur gesagt, selbst dein Management hat ja echt wenig Ahnung gehabt, ne? Es sind ja echt nur Mods und so, oder? Ja, also, ja, sind das alles Mods? Ja, doch, ja, sind alles Mods, ne? Ich glaube schon, ja. Das ist krass. Das ist so surreal, Bro. Ich glaube, hätte ich auch da mitgewirkt, dann wäre es auch echt schlechter geworden. aber Real Talk, ich finde, das ist auch so cool irgendwie, finde ich. So irgendwie, ich finde, das ist so richtig so Papa Platte Channel, dass das so die Mods machen und ich trotzdem dann hier sitze und I don't know, es ist einfach, ich weiß nicht, das ist einfach Faust aufs Auge Shit einfach. Ich weiß nicht, das passt einfach, you know? Ich finde aber auch, das spricht so für deine Community, dass das so ein bisschen so nerdig ist. Ja, die so aber geil. Auf einmal, weißt du, so, wenn es drauf ankommt, können die so Berge versetzen. So, ich weiß nicht, du hast echt gar nichts mitbekommen. Du hast von Miskif hast du es mitbekommen, ne? Hast du gesagt? Was meinst du? Achso, ja, genau. Ich wusste von Miskif und wir hatten, ich glaube, Nico oder so hat mir geschrieben oder Kayo. Dass ich, warte mal, mir hat irgendwer geschrieben. Ah ja. Jemand mit unbekannter Nummer hat geschrieben, ich war gerade verwirrt, aber das kennt Zuschauer. Was soll ich sagen? Ich hab Joko, glaube ich, gefragt, ob er was machen kann. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe dann einfach Kayo und Nico gedonowalled und ich glaube, Joko hat auch gar nicht geschrieben. Nee, hat er nicht. Aber ich habe für seine Verhältnisse wieder zu einer gottlosen Uhrzeit geschrieben. 23:40 Uhr, da schläft der Herr natürlich, ne? Da ist er natürlich, da ist er natürlich schon im Schlafgemach, Alter, und chillt, ne? Wie fandst du Palle? Hast du mit Palle gerechnet? Ich habe mit niemandem ich habe mir gar nicht Gedanken gemacht, also wer könnte dabei sein oder nicht. Also Kontra K habe ich auf jeden Fall nicht erwartet. Das muss man sagen. Palle fand ich auf jeden Fall übelst geil auch. Es war übelst geil. Also alle Leute, die dabei waren, waren mega funny. Ich fand auch cool, die Werbung, Bro. Ich glaube, mein favorite Part waren wahrscheinlich sogar die Werbung. Ich fand Werbung war so sick. Es fühlt sich immer wie Super Bowl an, weil du halt weißt, in jedem kleinen so Pixel steckt Liebe. So alles ist so ein bisschen customized, alles so ist mit Liebe gemacht, so diese Werbepartner und deswegen auch diese Werbung. Ja. So zwischen den einzelnen Gala, du weißt ganz genau, okay, jetzt kommt halt irgendein anderer Gag wieder so. Ja, das ist schon krass. Ja, das ist krass. Was du nicht weißt, ich weiß auch nicht, ob ich das anteasen soll oder so, weil eben, ich hatte damit Sky Flash. Kayo? Flash Guy. Flash Guy? Hatte ich. Oh mein Gott, sorry. Alles gut. Sky Flash, Digga. Das ist geil. Klingt aber cooler, oder? Klingt viel cooler, what the fuck. Sky Flash. Da würde man auch jetzt nicht sagen Kayo, sondern man würde sagen, yo Sky, kannst du noch mal kurz, weißt du so, du wärst Sky. So, das wäre ein bisschen lässiger eigentlich. Ja, das wäre viel lässiger, what the fuck, Bro. Er hatte mir jemand angeteased und ich weiß nicht, ob ich ihn anteasen soll, wer fast geklappt hätte. Doch, mach. Ich weiß es nicht so genau, weil was ist, wenn es nächstes Jahr geplant ist? So. Also es ist, ich habe schon so gesagt, so ein bisschen, es ist, finde ich, krasser als XQC. Ist es Elton? Nee, ich finde noch krasser. Elton wäre krass gewesen, weil das wüsste ich nicht. Ist es ein deutscher Guy? Mm-mm. Nein? Nein. Ich weiß nicht, ob ich es sagen soll. Ist Kayo schon noch da? Kann Kayo schnell mich aufhalten? Ich sag lieber noch nicht. Ich weiß nicht, ob Kayo da ist. Nee, ich sehe ihn nicht. Ja, dann sag lieber vielleicht nicht, oder? Ja, ich würde schon, aber das ist krass. Als ich das gehört habe, ich dachte, Digga, wen wollt ihr verarschen? Ich meine, ich werde es bis nächstes Jahr vergessen haben, you know? Muss man auch ganz klar sagen. Also, wenn du es jetzt sagst, Bro, Real Talk, ich habe das in einer Woche wieder vergessen, dass wir dieses Gespräch hier geführt haben gerade. So gesehen. International? Ich weiß nicht, Digga. Mr. Beast. Der hat irgendwas mit mir zu tun auf eine Art? Also, nee, ich denke an Soda Popping. Ich dachte nicht. Nee, ich glaube eben, das ist der Punkt. Der hat nichts mit dir zu tun, deswegen habe ich es nicht gecheckt. Soda Poppin? Wer würde mir noch einfallen? Summit oder so? Wer ist denn international? Krasser. Aber ist es ein englischsprachiger? Ja. Hä? Du würdest sagen, ist es für dich krasser als XQC? Ich glaube schon, ja. Also, weil mit XQC hast du jetzt. Ja, finde schon. Also mit Kai. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, nein, what the fuck? Das ist krass, oder? Alter, das wäre doch der Versprecher. Das wäre ja so dumm, what the fuck. Bro, das wäre krass. Aber kennt aber jemand irgendwen, der jemanden kennt, so mäßig oder wie? Ich glaube schon, ja. Crazy, das wäre krass, Mann, holy shit. Bro, das wäre super. Das wäre super krass. Wisst ihr, was auch richtig, richtig geil gewesen wäre? Ja, Max Pro eine Kategorie vorgelesen. Digga, und dann im Hintergrund wäre so Fortnite-Gameplay oder so von ihm, Bro. Oh Bro. Alter. Küsslicher Game. Aber dann wäre auch Elton krass gewesen, oder? Elton wäre auch krass gewesen. Ja, Elton Retalk, Elton wäre auch krass gewesen, Mann. Ja, safe. Aber hey, es kommt auch nächstes Jahr. Ja, das stimmt. Du musst dir echt vorstellen, dass das, weil er ja auch da echt Contra K so ein bisschen überreden muss. Der hat ja echt keine Ahnung davon gehabt. Und dann außerdem ist es so, ja, jetzt nimm es mal auf und lad das mal hoch. So, das ist ja, der checkt das ja alles nicht so wirklich. Ja, man ist ja null in dieser Welt, Bro. Verständlich checkt er das nicht. Die Lattenkarteische will mitspielen. Lass ihn mitspielen. Ja. Oh mein Gott. Ey, wir sind zu zweit chilliger. Digga. Crazy. Crazy.